Aber gut, dann würde ich sagen, reiten wir doch mal hoch ins Kloster und gucken mal, ob Johanka irgendwas für uns zu tun hat. Ja. Hey. Boah, ich mag diese langen Brücken über die Burggräben. Klapp. Mhm. Nur ein Weilchen. Heilkräuter. Kräuter spielten im Mittelalter nicht nur in der Küche eine wichtige Rolle, sondern dienten auch als Grundlage der Heilkunst. Das Wissen um Kräuter wurde entweder mündlich weitergegeben zwischen Kräuterfrauen auf dem Lande oder durch Mönche und Gelehrte über antike Schriften tradiert. Das haben wir doch auch schon gelesen, meine ich, ja? Naja. Ja. Aber ich benötige mehr. Ein paar Decken sollst du noch haben, aber ist nur ein paar. Johanka? Augen auf, du siehst doch, wie es ihnen geht. Ich weiß, die Kranken benötigen Hilfe. Einer von ihnen hat sich mit gebrochenen Rippen reingeschleppt. Jetzt krepiert er am Katarrh und an Mangelernährung. Hör zu, wir tun, was wir können. Aber mit diesem Gezeter erreichst du gar nichts. Einen schönen Tag noch. Gott, was ein hochnäsiges Arschloch. Kustos. Dieses Amt wurde vom Abt eines Klosters oder vom Herrscher manchmal jährlich vergeben und ähnelte dem eines Vogts oder Bürgermeisters. Ah. Die Pflichten des Kustos bestanden darin, Besitz oder Ländereien zu verwalten, die der Abt oder Herrscher nicht ganzjährig bewohnte. Für seine Unterbringung dort musste der Kustos jedoch selbst aufkommen. Hm? Johanka. Johanka? Ha, Heinrich? Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Ich hörte, es geht dir gut. Im Vergleich zu anderen... Du lebst. Also geht es dir gut. Klamotten sind so schön gemacht. Diese ganzen Originalschnitte, der Gugel, des Untergewands, der Tunika und so, sieht alles so toll aus. Was geht hier vor? Mein Gott, Philipp und... Sie sind alle... Ja, was glaubst du, wo die Verwundeten enden würden? Ich... hatte ja keine Ahnung. Tja, jetzt schon. Nikodemus und ich versuchen so gut es geht zu helfen, seit Scarlett dem Erdboden gleichgemacht wurde. Nur wir beide. Kann ich irgendetwas tun? Sicher. Wir können hier stets helfende Hände gebrauchen. Und das übrigens nicht erst seit heute. Mir ging es selbst schlecht. Sie verfrachteten mich nach Atai. Ich war bewusstlos, brauchte einen Heiler. Hm. Wie geht es nicht den Leuten beeindruckt. Hier? Was kann ich tun? Wie es ihnen geht? Sie krepieren. Und zwar sinnlos, aber ich kann nichts dagegen tun. Wir haben zu wenig zu essen, zu wenig Platz und zu wenige Helfer. Hilft denn keiner bei der Pflege dieser armen Teufel? Hier wimmelt es doch von Gelehrten. Gelehrte, ja. Doch die Heilkunst legen sie in Gottes Hand. Bruder Nikodemus versucht es wenigstens, aber hat sich alles nur angelesen. Hm. Ah, das haben wir ja gerade erst gelernt. Kann ich sie mir mal ansehen? Ich verstehe mich ein wenig aufs Heilen. Auf einmal? Und was würdest du tun, wenn du dich an der Esse verbrennst? Erst muss man die Wunde kühlen. Ringelblume hilft und es ist besser, die Wunde nicht zu verbinden, damit sie atmen kann. Ah, du weißt wohl, wovon du redest. Scheint, als wüssten Schmiede doch mehr als bloß, wie man Zähne zieht. Zähne ziehen? Ein Klacks. Solange man mit der Zange nicht zu fest zudrückt, ist alles gut. Nun gut. Sieh nach, ob irgendjemand Hilfe braucht. Aber reiß keinem die Zähne aus. Hilft das Kloster den Kranken nicht? Sie geben uns und den Kranken zu essen und einen Schlafplatz. Aber eigentlich dulden sie uns eher, anstatt uns zu helfen. Ah, diese Kleinigkeit noch, das Kreuz an ihrem Gürtel und so, es ist einfach nur toll gemacht. Sie ist auch super schön gestaltet, finde ich. Habt ihr genug zu essen? Zum Überleben reicht es. Aber Genesende brauchen reichhaltige Kost. Und wenn ich Fleisch brächte, vielleicht Wild, das würde sie stärken. Das wäre eine große Hilfe. Brauchst du sonst noch etwas?
Sieh dich um. Nun ja, ganz schön viel los. Viel los, sagst du? Ich musste einige der Kranken unter freiem Himmel betten. Sogar nachts. Und hast du gesehen, worauf sie liegen? Ich kann versuchen, bessere Bedingungen mit dem Kloster auszuhandeln. Das habe ich schon versucht. Lautstark. Die nicken bloß und krümmen keinen Finger. Nun gut. Wie fühlst du dich dabei? Du bist die einzige Frau hier. Alleine in einem Kloster. Manche Mönche reden mit mir. Doch für die anderen bin ich nur Luft. Leider zählt der Kustos zu den Ersteren. Was meinst du damit? Macht er dir Ärger? Andauernd. Angeblich hat er irgendwo eine Ehefrau, aber das hindert ihn nicht daran, dauernd um mich rumzuscharwenzeln. Ach, das noch. Was noch? Na was wohl? Er hat mich natürlich in sein Haus eingeladen. Ich könnte etwas unternehmen, wenn du willst. Nein, mit dem werde ich fertig. Drohgebärden von dir sind das Letzte, was ich brauche. Das hilft mir kein Stück und den Vertriebenen schon gar nicht. Na gut. Warum ist draußen eine Wache? Die ist meinetwegen hier. Deinetwegen? Ja, mir hat's irgendwann gereicht, wie sie mit uns umspringen. Da bin ich aus der Haut gefahren und habe beinahe einen... Ach, egal. Geil. Ach, egal. Was kannst du mir über den Kustos erzählen? Eigentlich soll er sich nur um die Wachen und die Sicherheit des Klosters kümmern. Aber in Wahrheit hat er überall das letzte Wort. Auch bei den Vorräten. Deshalb denkt er wohl auch, dass er sich alles erlauben kann. Danke. Mehr wollte ich nicht wissen. Heinrich, ich weiß, ich bin etwas pampig. Doch ich bin am Ende meiner Kräfte. Letzte Woche ist Bohuslav gestorben. Den kanntest du vielleicht. Keinen hat's gejuckt. Wir brauchen dringend Hilfe. Ich tue, was in meiner Macht steht. Auf jeden Fall. Boah, die Arme hier. Nächstenliebe. Unter dem Begriff Nächstenliebe verstand man unterstützende Taten zugunsten seiner Mitmenschen. Die christliche Ikonografie versinnbildlichte sie durch einen Pelikan, der seine Jungen mit dem eigenen Fleisch füttert. Inspiriert durch die Lehren der Kirche und das Alte Testament zeigte die Gesellschaft Barmherzigkeit durch Almosen, kostenfreie medizinische Versorgung sowie Nahrung und Wein für Arme, Reisende und manchmal sogar Vogelfreie. Man war überzeugt, dass solche Gnadenakte die Erlösung und einen Platz im Himmel garantierten. Den meisten ging es also eher um ihr eigenes Seelenheil als um echte Nächstenliebe. Oft gründete die Kirche Krankenstuben, Reiseunterkünfte und Hospize. Sträflinge wurden begnadigt und man gewährte Obdachlosen das Recht, vor der Kirche zu betteln und mindestens zweimal im Jahr auf städtische Kosten die Dienste des Badehauses in Anspruch zu nehmen. Ja, immerhin. Achso, da geht sie rein. Folgen wir ihr doch mal. Ach du Gott. Auch diese Schatten, ne? Oh, oh, oh. Er braucht nur etwas Schlaf. Ach, jetzt kann ich mir die hier angucken. Herr im Himmel, ich bekomme kein Auge zu. Warum regst du dich denn so auf? Warum? Wegen meines Beins muss ich mindestens noch eine Woche hierbleiben. Es tut verdammt weh. Und weil auch noch alle die ganze Nacht rumjammern, finde ich keinen Schlaf. Ja, du Ärmster. Aber na gut, ich habe ja versprochen, denen zu helfen. Vielleicht kann ich etwas brauen, womit du Schlaf findest. Dann beeil dich um Himmels Willen. Gott behüt dich. Ich muss hier weg. Ich werde nicht gebraucht. Ganze blutige Kleidung hier, oh Gott. Philipp aus Scarlet. Ich sehe keine Wunden, aber er zittert fürchterlich. Er regt sich nicht. Aber die einzige sichtbare Verletzung ist die am Bein. Ich muss Johanka fragen. Ist er tot? Hier ist alles gut. Wohl nicht. Sonst hätte er das wohl nicht gesagt. Er kommt aus eigener Kraft durch. Ich werde nicht gebraucht. Was willst du? Keinen Schlaf. Bitte. Du siehst gesund aus. Schon, aber das Bein tut noch weh. Waren das die Kumanen? Das sage ich dem Weibsvolk. Um ehrlich zu sein, habe ich mich selbst verletzt, als ich weggerannt bin. Wechseln sie deine Verbände? Bitte. Manchmal.
Die haben mir gesagt, sie hätten nicht genug Verbandszeug. Tja, aber die Verbände müssen gewechselt werden. Dir kann ich ja direkt helfen, ne? Ich habe die Verbände für dein Bein. Wunderbar. Sagst du es, Bruder Nikodemus? Ich mache das selbst. Bist du nicht der Sohn eines Schmieds? Das ist lange her. Leider musste ich mir seitdem das eine oder andere über die Heilkunst aneignen. Noch ein paar Zähne ziehen? Dann mach mal. Mach's gut. Gut, dass wir das gerade gelernt haben. Jetzt können wir es gebrauchen. Perfekt. Ich wusste, dass ich das gebrauchen kann. Was willst du? Und? Was denkst du? Fühlt sich sauber an. Hoffentlich hilft's. Wird es. Sehr gut. Sag ihnen, sie sollen täglich deine Verbände wechseln. Sie sind hier. Vielen, vielen Dank, Heinrich. Keine Ursache. Immer wieder gerne. Alles Gute. Da hinten ist wahrscheinlich Bruder Nikodemus, der gerade rausgegangen ist. Den muss ich gleich auch noch aufsuchen. Verdammt. Wieso wächst du mich? Du bist nicht aus Scarlets. Nein, aber bitte. Hilf mir. Ich muss hier weg. Was ist mit dir geschehen? Hab an einem Gebäude gearbeitet, als das Dachgerüst unter mir zusammengebrochen ist. Du hast Glück, dass du überhaupt noch lebst. Das meinen alle. Aber was hab ich davon, dass ich leb, wenn ich hier bloß rumlieg wie ein Sack Mehl? Sieht übel aus, aber da ist nichts, was ein paar Wochen Ruhe nicht kurieren könnte. Wochen? Scheiße, ich muss viel eher wieder arbeiten. Wieso kannst du nicht bleiben, bis du gesund bist? Hab eine Familie. Bin arm. Wir kommen nur durch, weil ich auf der Baustelle maloche. Der Meister meint, wenn ich in ein paar Tagen nicht zurück bin, brauche ich gar nicht wiederkommen. Und wo sollen mein Weib und ich dann hin? Wer nimmt uns auf? Wir werden im Wald hausen müssen und da sind wir freiwillig für Räuberpack. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Deine Wunden sind bereits versorgt. Als ich klein war, hat ein Gaul meinem Vater mal einen Tritt verpasst. Eine alte Vettel aus dem Dorf hat ihm dann so violette Kräuter gegeben. Danach ging's ihm schnell besser. Weißt du noch, welche Kräuter das waren? Nee, aber hier im Kloster liegt doch alles verdammte Wissen der Welt rum. Hat bestimmt mal einer aufgeschrieben. In so einem Herbirarium oder wie das heißt. Ich werde mich umsehen. Danke dir. Danke. Mach's gut. Na gut. Ich kann einfach nicht. So, wo ist denn jetzt der Mönch hin? Hier? Ah, hier ist er. Bist du für die Krankenstube verantwortlich? Ich bin der Infirmarius hier, ja. Bisher musste ich mich immer nur um ein paar alte, lahme Mönche kümmern. Jetzt ist es diese Bescherung hier. So alt, dass sie sich nicht mehr auf den Beinen halten können? Das ist nicht das Einzige, was die nicht mehr halten können. Aber was rede ich? Es ist ein Segen, ein solches Alter zu erreichen. Wie geht es den Verwundeten aus Scarlets? Manche von ihnen sind gut versorgt. Andere wiederum, andere sterben hier. Unnötigerweise. Es ist gut, dass wenigstens Johanka hier ist. Allein wäre ich völlig überfordert. Na, zu zweit ist es ja auch nicht so viel besser. Also behandelst du normalerweise keine Verwundeten? Es gab natürlich Unfälle. Hier ein gebrochenes Bein, dort ein Pferdekuss oder ein Ziegenbiss. Aber das hier? Nie zuvor war ich mit dem Grauen der Schlacht konfrontiert. Wäre es doch eine Schlacht gewesen. Es war ein kaltblütiges Gemetzel. Du warst dort? Gott sei dir gnädig, so wie den Toten und den Versehrten. Wie kann ich dir helfen? Hast du mit Johanka gesprochen? Habe ich. Wenn du dich aufs Heilen verstehst, versuch dein Glück. Obwohl du nicht so aussiehst, als fröntest du der Kunst des Hippokrates. Das stimmt, ich bin Schmied. Aber ich habe mich schon öfter um Verletzte gekümmert. Was, wenn ich mir bei einer Behandlung unsicher bin? Frag mich einfach. Wir sehen dann, was wir tun können. Nett. Was denkst du über den Kustos? Baron vom Berg? Nun, der macht seine Arbeit gut. Sorgt für unsere Sicherheit. Ich sah ihn zuletzt, als ich seinen Ausschlag mit Salbe behandelte. Ich hörte, er war in letzter Zeit öfter hier. Das stimmt. Er besucht Johanka, bleibt aber nie lange und geht immer unzufriedenen Blickes. Ja, ja, ich kann mir schon vorstellen, warum. Ab Dank.
Warum sorgt man so schlecht für sie? Sie werden zusammengepfercht wie Vieh und manche müssen sogar draußen schlafen. Das kann nicht gut sein. Nachts wird es bitterkalt. Ich... mehr kann ich nicht für sie tun. Wie ist das möglich? Du bist der Infirmarius. Du entscheidest, wie die Geldmittel verwendet werden. Aber ich entscheide nicht, wie viel ich bekomme. Da der Abt fort ist, ist es immer noch dieselbe Summe wie zu der Zeit, als ich nur Alte gepflegt habe. Kannst du denn nichts dagegen tun? Hilft dir keiner? Ich fürchte, nein. Die Brüder im Kloster kümmern sich nicht um die Welt da draußen. Und der Kustos hat mit dem Chaos in der Gegend genug zu tun. Außerdem gilt seine Hauptsorge dem reibungslosen Alltag des Klosters. Was ist mit dem hiesigen Kustos? Seine Leute haben genug Vorräte. Ich habe es bei ihm versucht, aber er hatte wohl einen Streit mit Johanka und gibt uns nichts. Ich spreche mit ihm. Auf jeden Fall. Ich finde einfach keinen Schlaf. Schon wieder. Wie könnt ihr Mönche ruhig schlafen, während die Skalitzer so leiden? Es beschämt mich. Aber meine Mitbrüder meinen, es läge alles in Gottes Hand. Ja, die beste Ausrede immer. Die Zustände hier erscheinen mir sehr unchristlich. Das siehst nicht nur du so. Was ist mit Philipp passiert? Philipp? Er ist bewusstlos, hat Schüttelfrost und Fieber. Oh, das wusste ich nicht. Als er hier ankam, ging es ihm gut. Keinen Kratzer am Leib. Er hat die anderen hierher eskortiert. Aber plötzlich ging es ihm schlecht und irgendwann verlor er das Bewusstsein. Frag Johanka. Vielleicht weiß sie mehr. Verstehst du etwas von Kräutern? Ein bisschen schon, aber ich bin kein Experte. Eilt es? Nun, einer der Bauarbeiter wurde verletzt und würde gern wieder an die Arbeit gehen. Er sprach von violetten Blumen, die... Kräutern! Violetten Kräutern, die helfen sollten. Auswendig kann ich dir nicht sagen, welche er meinen könnte, aber sieh im Herbarium nach. So viele Violette kann es nicht geben, die bei Blessuren helfen. Gibt es einen Trank für tiefen Schlaf? Gewiss, den alten Klassiker. Klassiker? Einige der Brüder haben gerne einen süßen Schlaf. Und manchmal ist das der einzige Weg. Ich zeige dir, wie man ihn braut. Hab Dank. Perfekt. Ich möchte etwas von dir lernen. Was kannst du denn bereits? Ein wenig von allem. Ist das so? Verstehst du denn etwas von Kräutern und Heilpflanzen? Naja. Um ehrlich zu sein, leider nicht. Was soll ich dann mit dir anstellen? Nun, macht ja nichts. Vielleicht lernst du etwas Neues. Geh zum Kräutergarten, sieh dir an, was wo wächst und jäte dann das Unkraut in den Kräuterbeeten. Alles verstanden? Ja, ich fange gleich an. Nicht so schnell. Habe ich dir schon gesagt, was Unkraut ist? Dazu gehören Löwenzahn, Brennnesseln und Distel. Auch diese Pflanzen haben ihren Zweck, aber zwischen Augentrost und Minze nichts zu suchen. Und auch nicht anderswo in diesem Garten. Wie halte ich sie auseinander? Jetzt kommt der Teil, bei dem du etwas lernen kannst. Sieh im Herbarium nach und finde heraus, wie Löwenzahn, Brennnessel und Distel aussehen. Verstehe. Wenn du den Garten von Unkraut befreit hast, komm zurück. Und gnade dir Gott, wenn du etwas anderes als Unkraut entfernst. Keine Sorge, ich habe einen Hang zur Gärtnerei. Ja, aber ich weiß ja, wie Löwenzahn, Distel und Brennnessel aussehen. Die habe ich ja schon ein paar Mal gepflückt. Verbannt. Aha. Oh, wie das hier aussieht. Wie aus es sieht. Wie rum sie liegen.